Am Ende des Lebens eines Sterns, wenn der Kernbrennstoff aufgebraucht ist, verändert sich der Stern. Sterne mit mehr als acht Sonnenmassen beginnen nun zu kollabieren. Die Materie des Kerns wird dabei stark komprimiert und es entsteht ein Neutronenstern oder ein schwarzes Loch. Das schwarze Loch Maxi J 1820 plus 070 hat die achtfache Masse der Sonne. Es wird von einem kleinen Stern umkreist, dem das schwarze Loch dabei Materie entzieht, die sich in einer rotierenden Scheibe um das schwarze Loch ansammelt. Finnische Forscher haben das schwarze Loch Maxi J 1820 plus 07 genau untersucht und sind dabei auf eine Sensation gestoßen. Die Jets, die das schwarze Loch ausstößt, sind nicht dort, wo sie sein sollten. Da die Jets von den Polen des schwarzen Lochs ausgehen, sollten sie ungefähr senkrecht zur Bahnebene verlaufen. Doch das ist bei Maxi J1820 plus 070 nicht der Fall. Die Jets weichen um mehr als 40 Grad von der Bahnebene ab. Dies wurde bisher bei keinem anderen schwarzen Loch beobachtet. Warum das so ist, konnten die Wissenschaftler noch nicht erklären.